Hallo zusammen, ich darf euch heute recht herzlich begrüßen zu unserem Tax Innovation at Deloitte Webinar. Mein Name ist Christina Köhn und wenn ich nicht gerade auf der Arbeit bin, verbringe ich meine Zeit sehr gerne draußen oder aber bei regnerischem Wetter in der Boulderhalle oder aber auch im Ninja Cage. So, und wie bin ich, kleiner Ninja Warrior, zu Deloitte gekommen? Ich habe 2008 hier in Düsseldorf Business Administration mit dem Schwerpunkt Steuern studiert. Während meines Schwerpunktes bin ich in einem Seminar auf einen Flyer von Deloitte aufmerksam geworden, in dem eben die Tax and Accounting Days von Deloitte beworben wurden. Die Tax and Accounting Days bei Deloitte, das sind eben Tage, bei denen die Studenten Deloitte einmal kennenlernen dürfen, in der die Studenten dann einen Tag lang Case Studies bekommen und dann auch die Teams kennenlernen und einen richtig schönen Tag hatten. Und bei mir war es eben so, dass ich diesen Tag mitgemacht habe und ich fand die Case Studies total herausfordernd. Ich fand die Atmosphäre richtig gut und weil mir das alles so gut gefallen hatte, hatte ich mich im Anschluss bei Deloitte als Praktikantin beworben. Und so fing ich dann auch 2011 mit dem Praktikum an und ich war total begeistert, weil ich an meinem ersten Tag ein Notizbuch geschenkt bekommen habe, auf dem drauf stand, einer guten Idee ist es egal, aus welcher Ecke sie kommt. Ich war total beeindruckt, dass auch ich als Praktikantin Gehör finde und so durfte ich auch schon in meiner ersten Woche zum Mandanten fahren und konnte mich auch dort schon richtig gut einbringen. Ich war danach total begeistert und habe im Anschluss dann die Werkstudententätigkeit bei Deloitte begonnen und im darauffolgenden als Festangestellte angefangen. Deloitte hat dann auch meinen Masterstudiengang, welcher über die Mannheim Business School erfolgte, finanziell und aber auch durch Freizeitnahme unterstützt. Und als ich mit dem Studium beziehungsweise Mitte des Studiums gab es dann schon mehrere Innovation Challenges, an denen ich dann auch teilgenommen habe. Und bei der ersten Innovation Challenge, da erinnere ich mich noch ganz gut dran, weil ich mich erstmal nicht getraut hatte, da eine Idee einzureichen, weil ich mir eben gedacht habe, oh, da kommen bestimmt andere mit viel cooleren Ideen. Und habe mich dann aber doch getraut, weil ich mich daran auch nochmal erinnert habe, dass es ja auch egal ist, aus welcher Ecke die Idee kommt. Und hatte diese Idee dann eingereicht und es ging eigentlich um nur eine ganz kleine Automatisierungsidee, wo ich nämlich überlegt hatte, wie man eine repetitive Aufgabe durch einen Bot ersetzen könnte. Und dann war ich total begeistert, dass ich auch bei dieser Innovation Challenge dann zu einem Seminar eingeladen wurde. Das war ein Zwei-Tages-Seminar, welches im 25 Hours Hotel in Frankfurt stattgefunden hat. Und am ersten Tag hatten wir richtig coole Keynote-Speech und die Gruppe war auch total locker und cool. Und dann hatten wir auch nachmittags so ein bisschen, was ist überhaupt Innovation? Und am zweiten Tag haben wir dann die Technologie kennengelernt und durften dann im Anschluss auch schon unsere eigenen Bots bauen. Und danach war ich total begeistert, weil dann am Montag schon mein Bot gelaufen ist. Und diese repetitive Aufgabe, welche ich ja damals gechallenged habe, eben durch diesen Bot übernommen wurde. Ja, und aus dieser Innovation-Kampagne beziehungsweise aus unserem Innovation-Programm ist dann im darauffolgenden auch unsere Tax & Legal Garage gewachsen. Und was jetzt genau die Tax & Legal Garage ist, das erkläre ich euch, nachdem sich mein Kollege Mehdi vorgestellt hat. Danke, Christina. Hallo zusammen. Genau, jetzt stelle ich mich auch kurz vor. Ich bin Mehdi, Analytics Professional bei Deloitte. Wenn ich nicht arbeite oder in meiner Freizeit, lese ich gerne Bücher. Auf dem Bild sieht man tatsächlich zwei Bücher, die ich neulich gekauft habe und daher die sind gerne noch ungelesen. Außerdem zeichne ich auch gerne oder spiele ich auf meinem Switch-Konsole. Ich bin auch ein Teilnehmer des Analytics Journey Programm in Deloitte. Was dieses Programm ist, erzähle ich gleich, aber zuerst erzähle ich auch was kurz zu meinem Lebenslauf. Genau, ich bin 2012 nach Deutschland für Studium gekommen, also nach meinem Abi in Bangladesch. Zuerst habe ich die deutsche Sprache gelernt und dann habe ich mein Bachelorstudium in VWL an der Uni Duisburg Essen angefangen. Warum VWL? Das Grund ist ganz einfach. Wenn mein Abi hatte ich ziemlich gute Leistungen in VWL gehabt und hat auch mir viel Spaß gemacht. Das Bachelorstudium habe ich 2016 absolviert und dann direkt mit Masterstudium angefangen, auch in VWL, aber mit Spezialisierung in Ökonometrie und Statistik. Neben dem Studium und Erfahrung zu sammeln, war ich als SAK an der Uni und Forschungsinstitut tätig.
Da habe ich viel mit der Sprache Python und R programmiert. Aber im Laufe des Studiums und die Tätigkeiten entwickelte ich Interesse in Data Analytics und danach habe ich auch gezielt nach studentischen Tätigkeiten in diesem Bereich gesucht. So habe ich auch meine damalige Werkstudententätigkeit gefunden. Aber auf Deloitte bin ich durch den Analytics Journey Recruiting Event aufmerksam geworden. Und in diesem Stelle, wie ich versprochen habe, erzähle ich, was dieses Analytics Journey Programm ist. Das Programm ist ein einzigartiges Programm innerhalb Deloitte, das Young Professionals und Analytics-Enthusiastisch wie ich die Möglichkeit bietet, an unterschiedlichen Client-Side- und Innovativprojekten in alle Deloitte Business Units mitzumachen. Für diejenigen, die nicht wissen, in Deloitte wir haben 5 Business Units. Das sind die Audit und Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory und Tax and Legal. Das Analytics-Programm findet auf Basis ein Rotationsprinzip statt, sprich, jede 5 Monate wechseln alle Teilnehmer die Business Unit. Und so bin ich auch jetzt bei Tax and Legal. An dieses Programm sehe ich einige wertvolle Vorteile für mich. Durch das Programm gibt es verstärkte Networking, Knowledge Sharing, auf jeden Fall viel cross-funktionale Arbeit und auch vielfältige Arbeit. Dieses Recruiting-Event hat 2017 in Lissabon stattgefunden. Es gab anspruchsvolle Case Studies, spannende Vorträge, Abendveranstaltungen und auch Interview für Direkteinstieg. Der Event hat mich total begeistert und überzeugt und so bin ich seit 2018 in Deloitte. Nebenbei habe ich auch mein Masterstudium fertig absolviert. Bei der Masterarbeit hab ich mich dann, mit der Anwendung von Machine Learning Verfahren beschäftigt. Und diese passt eigentlich ganz gut aktuell auch mit meinen Aufgaben in der Garage. Wir haben ja viele Use Cases und interessante und spannende Use Cases mit Machine Learning, RPA und auch Computer Vision. Genau. Aber was ist das Garage und wie fordert Garage Innovation innerhalb Deloitte? Dies und weiter erzählt jetzt Christina. Ja, vielen Dank, Mehdi. Dann würde ich euch gerne was zur Garage erzählen. Die Garage ist unsere innovative Keimzelle, also unser Innovation Hub von Deloitte, in der wir unsere Deloitte-weiten Kompetenzen bündeln und wir arbeiten mit internen und externen Ideengebern an visionären Geschäftsmodellen und Dienstleistungen, sprich von der Konzeption erster Prototypen hin bis zu marktfähigen Lösungen. Hier anhand dieses Innovations Funnels möchte ich euch mal genau erklären, wie das eben funktioniert. Wir haben hier die verschiedenen Phasen aufgelistet, die Ideation Phase, die Product Development Phase, Marketing und dann das Handover. So, was machen wir in welcher Phase? In der Ideation Phase fungiert die Tax und Legal Garage als Inkubator für die Idee. Also das heißt, gemeinsam definieren wir und konzeptionieren wir die Ideen unserer Mitarbeiter. Sobald das Konzept fertig ist, gehen wir zusammen mit den Mitarbeitern zu den jeweiligen Stakeholdern, damit wir ein entsprechendes Funding für die Umsetzung der Ideen bekommen. Wir unterstützen natürlich auch bei der Auswahl der richtigen Experten, um Ideen umzusetzen und zu einem fertigen Produkt zu entwickeln. Deswegen haben bei uns auch unterschiedlichste Disziplinen Eingang in die Steuer- und Rechtsberatung erhalten. Also wir haben nicht nur mehr die klassischen Steuerberater und Rechtsanwälte, sondern auch Project Manager, Design Thinker, Ingenieure, Neurowissenschaftler und Informatiker. Mehdi, möchtest du hierzu mal was sagen? Meine Erwartungen wurden natürlich übertroffen. Tax oder das Thema Steuer ist fachlich fremd für mich, aber ich bin positiv überrascht, dass auch ich hier positiv beitragen kann. Auch wir alle nicht die gleiche Sprache sprechen und damit meine ich nicht die deutsche Sprache, sondern die fachliche Vokabular, Hintergrundwissen, Abkürzungen und so weiter und so fort. Aber wir haben eine gute Verständnis davon, was wir am Ende machen sollen und dadurch vermeiden wir auch, einander vorbeizureden. Genau, denn nur so schaffen wir es, verschiedene Denkweisen zusammenzubringen, um tatsächlich Neues zu entwickeln. Also Lösungen, die der Markt so noch nicht gesehen hat und die eine sinnvolle Balance zwischen Moonshot und Realität sicherstellen.
So, und wie wir jetzt genau in der Produktentwicklung agieren, möchte ich euch gerne in dem nächsten Slide zeigen. Ich habe hier drei Begrifflichkeiten aufgelistet, die ich euch gerne erklären würde. Ein Begriff fehlt, das ist der Proof of Concept, auf den ich aber gerne auch noch als erstes eingehen möchte. Also oft lest ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr euch mit Innovation beschäftigt, Proof of Concept. Also was ist überhaupt ein POC, die Abkürzung für Proof of Concept? Ein Proof of Concept ist in der Regel ein kleines internes Validierungsprojekt. Es geht nämlich darum, die Funktionalität zu demonstrieren und zu überprüfen, ob eine bestimmte Idee für die Entwicklung realisierbar ist. Daher konzentriert man sich auf einen bestimmten Aspekt des Produktes. Denn Ziel ist es zu entscheiden, ob weitere Investitionen getätigt werden oder nicht. Das heißt, am Ende liefert mir das Proof of Concept eine definitive Ja- oder Nein-Antwort. Also sprich, ist das Konzept realisierbar oder nicht? Und nach einem erfolgreichen Proof of Concept kann dann ein Prototyp entwickelt werden, der dann zur Finanzierung und zur Demonstration potenzieller Kunden verwendet wird. Und jetzt sind wir auch schon beim Prototyp. Wie man hier vielleicht auch an der Folie sehen kann, ich bin ganz stolz, weil hier sieht man eben bei Prototyp diesen Donut. Den habe ich gestern zum Beispiel gezeichnet. Und hier mal meine Aussage, jeder kann zeichnen, weil von euch hat ja jetzt auch jeder erkannt, hoffentlich, dass es sich um einen gezeichneten Donut handelt. So, warum habe ich jetzt hier diesen Donut gezeichnet? Ich wollte euch einfach anhand dieser Zeichnung zeigen, dass der Prototyp eine vorläufige Visualisierung des Produktes ist. Also die Herangehensweise ist hier, wie wird dieses Produkt funktionieren? Ich meine, ihr seht jetzt diesen Prototyp und der baut bei euch ja auch ein Verständnis darüber auf, was jetzt hier dieser Donut sein soll. Also es hilft uns und auch dem Kunden, bei ihm zu testen, wie der Kunde darauf reagiert. So, weil wenn der Donut eckig ist, würde er natürlich anders reagieren, als wenn der Donut rund ist. Oder ob der Donut jetzt in der Mitte ein Loch hat oder nicht. Also es gibt einfach dem Kunden ein Verständnis. Oder wenn man sich einfach vorstellt, wenn man jemandem, der noch nie ein Handy erklärt hat, wenn man dem erklären wollen würde, wie sieht ein Handy aus, dann ist natürlich eine einfache Zeichnung eingangs ein bisschen verständlicher, als wenn man ihm kompliziert erklärt, wie denn so ein Handy nachher aussehen soll. So, und was ist jetzt eben dieses Minimal Viable Product, was daneben ist? So, hier ist nämlich die Herangehensweise, was sind die Kernfunktionalitäten und was ist das USP? USP heißt Alleinstellungsmerkmal des Produktes. Also Kernfunktionalitäten in diesem Zusammenhang heißen eben, welche Kernfunktionalitäten braucht das Produkt, um es im Markt zu testen? Also man stattet das MVP mit gerade so vielen Funktionen aus, dass es für echte Nutzer einen Mehrwert schafft. So, es bietet also uns die Möglichkeit, direktes Feedback von echten Nutzern zu sammeln, um somit fundierte Entscheidungen in Bezug auf die weitere Produktentwicklung zu treffen. So, also zusammengefasst, der Aufbau eines MVPs ist ein iterativer Prozess, der dazu dient, Schmerzpunkte zu identifizieren und die richtige Funktionalität zu bestimmen, um diese Anforderungen dann im Laufe der Zeit zu erfüllen. Und als letztes seht ihr eben das Produkt. Und wenn wir ein erfolgreiches MVP haben, bauen wir ein entsprechendes Produkt. Und hier ist es auch vielleicht so, ihr seht ja jetzt auch, dass wir sehr viel immer sagen, ja, wie sollten denn die Kundenbedürfnisse sein? Oder wenn wir auch sagen, ja, wir testen das am Markt, wie machen wir das denn überhaupt? Das möchte ich euch in der nächsten, vielleicht gehe ich, bevor ich auf dieses Slide eingehe, nämlich hier auf dieses Slide ein, um euch erstmal zu erklären, wie gehen wir denn da überhaupt vor? Weil um erfolgreich Innovationen umzusetzen, müssen wir verstehen, was die Bedürfnisse unserer Mandanten in der Zukunft sein werden und zugleich deren Wirtschaftlichkeit und technische Umsetzbarkeit evaluieren. So, und was heißt das jetzt genau? Man sieht jetzt hier eben diese drei Kreise und dann sieht man in der Mitte eine Schnittmenge, das ist der Sweet Spot und das ist eben auch unsere Innovation. So, und wir besprechen auch immer von Kundenbedürfnissen und was sind denn überhaupt Kundenbedürfnisse? Wir müssen ja heute schon verstehen, was möchte denn der Kunde? So, und das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ihr euch euer eigenes Handy mal zur Hand nehmt, dann ist ein objektives Grundbedürfnis eines jeden Nutzers, dass es gewisse Grundfunktionalitäten hat. Zum Beispiel, dass man mit dem Handy anrufen kann, dass man mit dem Handy ins Internet gehen kann, dass man per WhatsApp schreiben kann und, und.
So, und es ist bei diesen Grundfunktionalitäten so, die sollen nicht nur einmal funktionieren, sondern die sollen immer wieder funktionieren. Und vorzugsweise, oder das ist eigentlich auch ein Must-have, muss das Produkt auch so einfach handelbar sein, dass ihr es auch easy bedienen könnt. Weil es gibt keine dummen Kunden, es gibt nur schlechte Produkte. Weil wenn jemand das Produkt nicht easy handeln kann, dann setzt sich das auch nicht am Markt durch. Und alles, was dann on top kommt, sind eben diese subjektiven Kriterien. Zum Beispiel, ob jetzt das Handy in einer Bronzefarbe ist, ja, oder ob es in einem Pinkgold oder was auch immer ist, das sind subjektive Empfindungen, die der Kunde dann auch variieren kann. So, und wir testen das mit UX. Wahrscheinlich hat das auch von euch jeder schon gehört, um eben interaktiv auch mit dem Kunden dessen Feedback direkt einzuarbeiten. Gefällt ihm das? Gefällt ihm das nicht? Welche Funktionalitäten hätte er gerne? Und. So, und ich hatte ja eben schon mal gesagt, dass wir einen großen Blumenstrauß an verschiedenen Menschen in unserem Team haben. Und warum ist das jetzt gerade wichtig für uns? Wie man in diesem einen Kreis sieht, gibt es eben diese Kundenperspektive. Und wir als Steuerberater und Rechtsanwälte, wir kennen unsere Kunden. Wir wissen, was die Bedürfnisse unserer Kunden sind und können diese Bedürfnisse der Kunden auch unseren weiteren Mitarbeitern kommunizieren. Und warum ist das gerade so wichtig? Wenn der Kunde ein Problem hat und wir möchten dieses Problem lösen, müssen wir auch wissen, ist das überhaupt umsetzbar? Dabei kommt es nicht nur um die technische Umsetzbarkeit an, zum Beispiel auch von unseren People-Kapazitäten und. Und deswegen hilft zum Beispiel jemand wie Medi dabei zu verstehen, ist das überhaupt technisch umsetzbar? Und dann haben wir natürlich unsere klassischen BWLer, die auch eruieren können, ist das überhaupt wirtschaftlich? Also das, was wir umsetzen, welchen Nutzen bringt uns das? Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir gemeinsam an diesen Ideen entwickeln. Hier zum Beispiel vielleicht, ja, ich weiß nicht, Medi, du könntest ja auch noch mal was, ein Beispiel aus der Praxis nennen. Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel, wir haben vor letztem einen Webcrawler aus einem Business Case entwickelt und dann war die Gedanken, wie wir das auf, also welche weitere Use Cases wir damit abdecken können. Dafür haben wir mit fachlichen und technischen Leuten dann ausgetauscht. Wir haben Beispiele gezeigt, Feedbacks geholt, gebrainstormt. Und wir sind auch tatsächlich jetzt so weit nach all diesen Schritten, dass wir eine Idee haben, was wir machen möchten. Und wenn das umgesetzt werden wird, dann wird auf jeden Fall einige bestimmte Aufgaben viel einfacher. Genau, weil man hat natürlich auch andere Herangehensweisen, weil man kann natürlich vom Problem des Kunden ausgehen oder aber man hat vielleicht eine technische Lösung und sucht dafür darauf basierend Use Cases. Und so war es in diesem Fall. Wir hatten ein Kundenprojekt gemacht und hatten für dieses Kundenprojekt eine Engine gebaut und das war eben unser Webcrawler. Und danach haben wir uns überlegt, wo der Webcrawler fertig war. Super, wir haben jetzt diesen Webcrawler und was können wir mit diesem Webcrawler noch so machen? Und dann haben wir die Funktionalitäten dieses Webcrawlers unseren Kollegen einmal vorgestellt und darauf basierend hatten wir dann einen kleinen Workshop, wo sich jeder einbringen konnte. Und so sind wir eben darauf gekommen, dass man diesen Webcrawler auch für Marktanalysen zum Beispiel nutzen kann, sodass der Webcrawler jetzt als Market Research Tool fungiert. So, ich hatte ja eben dieses Slide einmal geskippt. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz auf dieses Slide kommen. Ich hatte euch ja eben gesagt, dass wir verschiedene Projekte haben. Hier ist es natürlich auch wichtig, und das hatte ich euch ja auch eben gesagt, dass wir auch immer das Kundenfeedback direkt einarbeiten, dass es natürlich verschiedene Stadien der Projekte gibt. Es gibt Projekte, die gestoppt werden. Es gibt Projekte, die sind auf der Warteliste oder auf der Watchliste. Dann gibt es Design-Testphase und Market Ready. Und was heißt das jetzt genau? Es gibt natürlich Projekte, die gestoppt werden, weil zum Beispiel der Kundennutzen nicht erfüllt wurde. Oder aber es gibt Projekte, die gestoppt werden, weil sie eben nicht wirtschaftlich sind. Dann gibt es wiederum Projekte, wo man wartet, weil zum Beispiel die Technologie noch nicht so weit ist. Oder aber man muss warten, weil zum Beispiel eine Gesetzesänderung kommt. Und dann gibt es natürlich diese Design- und Testphase in dieser Development-Phase, welche ich euch eben mit den Donuts erklärt habe. Und dann sind natürlich auch unsere Market-Ready-Produkte zur Verfügung und die werden auf unserer Cognitive-Plattform gelauncht.
So, jetzt vielleicht war das jetzt auch ein bisschen viel. Die meisten Mitarbeiter haben sich immer gefragt, was kann man denn machen, wenn man gar keine Idee hat, wenn man sich quasi in die Garage einbringen möchte, aber noch gar nicht so genau weiß, mit welcher Idee man partizipieren kann. Vielleicht kannst du dazu was sagen, Levi? Das ist ein guter Punkt. Wir haben in erster Linie die sogenannten Inspiration Events, also quasi Vorträge und Co., wo man auch also nochmal mit fachlichen und technischen Leuten austauschen kann, also eigentlich sich inspirieren lassen kann. Genau, in nächster Linie gibt es auch den Ideation Workshop, also durch Design Thinking Workshop und Brainstorming. Das Ziel ist, eine konkrete Idee zu entwickeln. Und hier als Beispiel kann ich auch schon den Webcrawler nochmal erwähnen. Last but not least, wir haben auch verschiedene Challenges, also innerhalb ganz Deloitte. Also zum Beispiel aktuell läuft auch das Deloitte for Future Challenge, wo ich auch meine Idee einreichen werde. In solche Challenges kann man eigene Idee selbst pitchen und es gibt auch Preise als Anreiz. Und hoffentlich, also genau. Das Idee, was ich einreichen würde, würde auch Stimmen gewinnen und dann werde ich auch die tolle Preise, was es da gibt, auch was erzielen haben können. Ja. Ja, also vielleicht auch nochmal zu den Preisen. Das ist natürlich immer ein richtig schönes Gimmick, weil wir haben natürlich auch coole Preise in der Vergangenheit gehabt, wie, also ich wollte immer unbedingt die Drohne haben. Die habe ich heute noch nicht bekommen. Vielleicht soll ich auch nochmal eine Idee einreichen. Ja, aber wie gesagt, wir haben da eigentlich immer ganz schöne Roadshows und unsere, also die Leute, die sind auch eigentlich immer Feuer und Flamme und reichen ihre Ideen ein und wollen partizipieren. Wir haben zum Beispiel nächste Woche auch einen AI-Workshop, wo nämlich 35 Sieger nominiert wurden, die jetzt bei diesem AI-Workshop teilnehmen dürfen. Und in diesem Workshop werden dann diese Ideen dann weiterentwickelt. Und dann sind wir mal gespannt, welche davon tatsächlich umgesetzt werden. So, also jetzt vielleicht noch mal ganz kurz. Ich meine, das war jetzt ganz viel Input für euch. Wir haben jetzt hier mal so als Frage aufgenommen, how does your working day look like? Weil wir immer wieder gefragt wurden, ja, wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei Deloitte aus? Also bei mir ist es so, ich kann gar nicht sagen, dass es einen typischen Arbeitstag gibt, weil der sehr, sehr abwechslungsreich ist. Zum Beispiel war ich gestern bei einer Podcast-Aufnahme für unser Year-End-Journal. Und morgen bin ich in Amsterdam bei der AI Summit, so dass ich bei der AI-Konferenz jetzt 2 Tage dabei sein kann, was ich super cool finde und super interessant. Und Freitag habe ich einen Lehrauftrag hier in Düsseldorf, wo ich internationale Steuerplanung lehre. Von daher ist dies ein sehr abwechslungsreicher Arbeitsalltag. Ja, vielleicht, Mehdi, du als Berufseinsteiger, vielleicht möchtest du auch mal was erzählen. Gerne. Bei mir sieht das ein bisschen anders aus. Ich bin viel bei der Umsetzung von bei Kundenprojekten beschäftigt. Also das heißt viel Programmierung in meinem Alltag. Ja, also neben Programmierung gibt es auch, wenn es auch nicht so viel spannend klingt, muss man auch eigentlich seine Aufgaben dokumentieren. Also für Long Term ist das auf jeden Fall Good Practice. Je nach Umfang des Projekten arbeiten wir auch agil. Das heißt, es gibt Sprints und dann Daily Stand-ups. Also man trifft mit den Teammitgliedern und bespricht, was man den Tag vorher gemacht hat, was nicht gut funktioniert hat oder gut funktioniert hat und was man auch für den Tag vorhat. Ja, genau. Ja, vielen Dank. So, und dann hier einfach nur mal so ein ganz kurzer Aufriss, weil ihr könnt ja jetzt leider nicht sehen, wo wir gerade unseren Podcast halten, nämlich in unserem Sofaraum, der ganz fancy mit so einem Hochflorteppich und einer riesigen Couch ist und einem kleinen Schaukelstuhl, der hier in der Ecke steht. Ist richtig cool. Um das euch mal einmal zu zeigen, sind hier so ein paar Bilder von unseren Office Spaces. Ja, und jetzt würden wir euch gerne noch im Anschluss ein bisschen zu den Career Opportunities bei Techs erzählen. Also wir haben auch hier diese ganz klassischen Stufen. Man fängt vielleicht wie ich als Praktikantin, Werkstudentin an, vorzugsweise. Dann wird man Professional, dann geht es ins Consultant, Manager, Senior Manager, Director und Partner. So, und je nach Level hat man natürlich verschiedene Aufgaben, wobei bei Deloitte eigentlich immer das Motto gilt, wer kann, der darf. Also jeder, der sich einbringen möchte, der wird auch gehört, so wie ich das auch gerade gesagt habe, anhand dieses Notizbuches, welches ich da
geschenkt bekommen habe, da hält sich auch jeder dran. Und grundsätzlich natürlich ist es so, dass man diese Hierarchieebenen hat, aber man redet schon auf gleicher Augenhöhe. Das heißt, auch bei diesen ganzen Brainstorming, die wir auch immer wieder haben oder bei unseren Joe Fixes, da wird jeder angehört und da wird eben auch jede Meinung wertgeschätzt. Genau, habt ihr vielleicht Fragen an uns? Genau, jetzt kommt hier schon die erste Frage rein. Die erste Frage bezieht sich eher darauf, welche Zielgruppe ihr sucht, also nach welchen Leuten für eure Textgarage sucht ihr? Ja, also das ist ganz witzig, weil wir suchen ja nicht mehr nur die klassischen Steuerberater, sondern wie ja auch schon eben gesagt haben, wir suchen ja quasi einen bunten Blumenstrauß an Menschen. Also momentan arbeiten auch verschiedenste Leute hier. Also wir haben jemanden, zwei, die haben BWL studiert, dann haben wir zwei, die haben VWL studiert, wir haben reine Fachinformatiker, wir haben einen Maschinenbauer, wir haben eine, die ist ursprünglich Schreinerin, dann war sie Skilehrerin, dann hat sie BWL studiert und ist jetzt bei uns die Design Thinking Coach. Dann haben wir jemanden, die Marketing studiert hat und Communications. Ja, deswegen, ich kann das noch weiter aufzählen. Man kann wirklich sagen, es ist querbeet und wir freuen uns über jede Bewerbung, die reinkommt. Ja. Okay, cool. Das heißt, kann man denn bei euch in der Garage auch ein Praktikum machen? Beziehungsweise ist das in der Tax- und Legal-Garage oder ist das in der gesamten Garage? Ja, also natürlich, man kann bei uns insgesamt in der Garage immer gerne ein Praktikum machen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob es jetzt im Consulting ist, im Tax und Legal oder im Audit. Also wir haben, wie gesagt, die insgesamte Garage. Und wenn man sich da spezifisch für Tax und Legal interessiert, dann könnt ihr auch gerne zu uns kommen und hier ein Praktikum machen. Vorzugsweise nehmen wir natürlich Praktikanten ab der 6. Woche, also das heißt früher eigentlich nicht und vorzugsweise eigentlich auch immer lieber mehr Monate, also sprich 2 aufwärts. Okay, das heißt, gibt es dann auch die Möglichkeit bei euch eine Abschlussarbeit, also beispielsweise eine Masterarbeit zu schreiben? Ja, genau, wir unterstützen auch derzeit 2 oder 3 verschiedene Masterarbeiten. Das ist auch gar kein Problem. Okay, super. Jetzt vielleicht nochmal zu eine inhaltliche Frage. Also ihr habt schon von dem Webcrawler gesprochen. Gibt es denn noch weitere Beispiele einer von euch entwickelten Innovationen im Bereich Tax? Ja, also vielleicht hier noch mal ganz kurz. Also ich hatte ja auch eben gesagt, dass wir unsere Deloitte-weiten Kompetenzen bündeln. Das heißt, wir kommunizieren auch mit den ausländischen Büros und reden eben mit denen, wie deren Entwicklungsstand ist, woran die überhaupt arbeiten etc. Und so haben wir quasi ganz, ganz viele Leute, die an Ideen arbeiten können. Und so haben wir zum Beispiel auch Hütchen aufgesetzt, welches Land sich mit welcher Idee beschäftigt. Und zum Beispiel hat unser Team aus der Ukraine sich verstärkt auf diesen Webcrawler konzentriert. Und unser Team in der Niederlande zum Beispiel hat AI-Tags entwickelt. Das ist ein Programm, welches die Wahrscheinlichkeit des Ausgangs eines Gerichts prognostizieren kann. Das heißt, wenn man einen Tax-Court-Case hätte, dann kann diese AI-basierte Solution eben genau ausspucken, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man hier gewinnt oder nicht. Okay, super, danke. Würdet ihr sagen, dass die künstliche Intelligenz, also AI, die Steuerberater ablösen kann? Naja, ich würde nicht sagen ablösen, aber sie kann sie auf jeden Fall unterstützen. Ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eher medizinisch gesprochen, aber man hat es ja damals auch schön sehen können, also bei dieser Krebsfrüherkennung anhand der Bilder. Der Mensch, der konnte nicht alle Bilder, wo Krebs tatsächlich zu sehen waren, identifizieren. Die Maschine hat auch nicht 100% identifizieren können, aber zusammen konnten sie 100% der Krebsfälle identifizieren. Das zeigt eigentlich ganz schön, wie man sich ergänzen kann. Und so ist es eben auch in der Steuerberatung. Das heißt, man kann repetitive Aufgaben, beziehungsweise wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, natürlich auch mehr fordernde Aufgaben abnehmen von der Maschine. Und so haben wir natürlich auch viel mehr Freiräume und können uns mehr noch verstärkter mit den Problemen unserer Mandanten
beschäftigen. Weil es gibt natürlich auch viele Dinge, die die Maschine, auch künstliche Intelligenz, nämlich nicht kann. Und diese Transferleistung kann die Maschine heute auch noch gar nicht. Okay. Genau, du hast vorhin schon kurz gesagt, dass ihr viel auch mit oder auch länderübergreifend arbeitet in anderen Offices. Wie weit ist es denn im Bereich Steuern möglich? Also jedes Land behandelt dieses Thema ja anders. Inwieweit arbeitet ihr da zusammen? Also wenn man jetzt nicht von Tax und Legal spricht, also sorry, von der Tax und Legal Garage, sondern von Steuern insgesamt, vielleicht unterscheiden wir hier auch nochmal. Also in unseren Steuerfunktionen ist es natürlich so, ich meine, große Konzerne haben in verschiedensten Ländern Gesellschaften. So, und deswegen müssen wir auch zwangsweise mit den verschiedenen Ländern auch zusammenarbeiten, weil wenn wir nur auf uns gucken würden, nur auf Deutschland, dann würden wir den Mandanten ja auch nicht zufriedenstellend beraten. Deswegen sind wir auch total happy, dass wir in jedem Land ein Deloitte-Büro haben, mit dem wir dann auch zusammenarbeiten, um dann eben die Probleme des Mandanten zu lösen. Zum Beispiel bei grenzüberschreitenden Sachverhalten, wenn ein Riesenunternehmen wie Coca-Cola zum Beispiel, es gibt dann eine Vertriebsgesellschaft und eine Produktionsgesellschaft. Und wenn die Vertriebsgesellschaft eben die hergestellten Coca-Cola-Flaschen vertreibt, dann muss diese ja auch an die Produktionsgesellschaft einen angemessenen Verrechnungspreis zahlen. Was ist so ein Verrechnungspreis? Das ist eben ein marktüblicher Preis, weil es kann ja nicht sein, dass die Ware von A nach B geht und quasi man eben dieses Steuergefälle in der Hinsicht dann ausnutzt. Deswegen muss es eben marktüblich sein. So, und dann würde eben Deutschland mit dem Land, wo zum Beispiel die Produktionsgesellschaft dann eben sitzt, mit der korrespondieren. Und so arbeiten wir dann auch zusammen. Und wie ich auch eben an diesem Innovationsbeispiel gezeigt habe, so ist es eben auch innerhalb unserer Tax und Legal Garagenfunktion. Das heißt, in den jeweiligen Ländern werden eben an bestimmten Dingen geforscht und dadurch, um eben diese Redundanzen zu vermeiden, tauschen wir uns natürlich auch frühzeitig aus, sodass nicht wir zum Beispiel an einem Webcrawler arbeiten und die an einem Webcrawler arbeiten, sondern wir uns da eben frühzeitig austauschen, dass wir uns ja, spezialisieren. Okay, super. Danke dafür. Dann haben wir noch eine Frage, die sich eher auf die Eventformate bei Deloitte fokussiert. Zum Beispiel, wann findet das nächste Deloitte Tax-Event statt? Ja, also unser nächstes Deloitte Tax Event sind unsere, also wo ihr daran teilnehmen könnt, sind unsere Tax and Accounting Days. Die sind Mitte November, einmal in Berlin und in Köln. Hier könnt ihr euch gerne auch noch bewerben. Dann haben wir natürlich auch noch andere Formate in Berlin, wie zum Beispiel unsere ich weiß nicht mehr genau, wie die betitelt wurde, aber es war Drinks? Genau, Drinks with Deloitte. Das war eine, ich würde jetzt mal sagen, Speed-Dating-Veranstaltung, wo ihr uns quasi dann auch kennenlernen könnt, aber nicht nur Text, sondern auch Legal und auch Audit. Das heißt, ihr könnt dann mit uns sprechen und eure Fragen an uns adressieren. Und selbst wenn ihr euch zum Beispiel nicht trauen solltet, Fragen zu stellen, haben wir auch ja, quasi moderierte Fragen, weil die Fragen sind ja meistens immer die gleiche. Wie sind die Arbeitszeiten? An welchen Standorten arbeitet man? Wie sehen die Räumlichkeiten aus? Wer hilft einem bei der Einarbeitung? Das sind dann alles so Fragen, die ihr dann auch beantwortet bekommt im Rahmen einer solchen Veranstaltung. Okay, super. Dann vielen Dank an euch für die spannenden Fragen. Vielen Dank auch an Mehdi und Christina für die spannenden Antworten. Und dann würde ich jetzt einmal noch an die beiden übergeben für das Schlusswort. Wie fangen du an? Ja, wirklich. Ich möchte auch an alle Teilnehmer bedanken. Gleich seht ihr auch unsere Kontaktdaten hier. Gerne, wenn ihr weiteren Fragen habt, gerne könnt ihr uns jederzeit kontaktieren, uns E-Mail schreiben, ja. Ja, genau. Also folgt uns einfach auf LinkedIn oder schreibt uns eine E-Mail bei Fragen und wir freuen uns und werden euch auf jeden Fall antworten.